Nach einem Unfall gestern Nachmittag in Erkner hat die Polizei jetzt Einzelheiten bekannt gegeben. Demnach hat nach bisherigen Erkenntnissen ein 18-jähriger Fahranfänger trotz Verbotsschilds die Ernst-Thälmann-Straße durchfahren und querte dann die Fürstenwalder Straße. Dort stieß sein Auto mit einem Mercedes zusammen und prallte an eine Mauer. Der Beifahrer des Verursachers musste mit leichten Verletzungen medizinisch versorgt werden. Der Sachschaden wird mit 50.000 Euro angegeben. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde eingezogen.